Der symmetrische Allradantrieb des Subaru, insbesondere mit dem feinfühligen CVT-Automatikgetriebe, gewährleistet insbesondere aufgrund der für einen SUV ausreichenden Bodenfreiheit Vortrieb wirklich bis zur Haftgrenze des letzten Reifens. Traditionell bietet Subaru über alle Modelle Antriebsmaschinen, die in Boxerbauweise aufgebaut sind. Durch die liegende Anordnung der gegenläufig arbeitenden Vierzylinder baut der Motor sehr flach und kann entsprechend tief und schwerpunktgünstig im Fahrzeug verbaut werden. Im Falle des hier gefahrenen 2 Liter Diesel bietet dieser eine Leistung von 147 PS sowie ein Drehmoment von 350 Newtonmeter. In Verbindung mit diesem stufenlosen CVT-Automatikgetriebe bildet die Antriebseinheit eine sehr schöne und kurze Übersetzung in den untersten Gängen. Die Beschleunigung stark auf der Straße, aber auch sehr langsames Schleichen im Offroad-Gelände zulässt. Auf der Autobahn reichen 2000 Kurbelwellenumdrehungen, um eine Geschwindigkeit von 110 km/h zu erzielen. Durch das Allradsystem X-Mode werden die Möglichkeiten des Fahrzeugs im unteren Geschwindigkeitsbereich noch besser ausgenutzt. Mittels eines einzigen Schalters vernetzt das Kontrollsystem das Motormanagement, die Lineatronik, den Allradantrieb, das Vehicle Dynamic Control und weitere Funktionen miteinander. Darin enthalten ist auch ein Bergabfahrassistent. Bei eingeschaltetem X-Mode wird in Gefällen oder in anderen Situationen, wo das Fahrzeug ungewollt an Geschwindigkeit zulegen kann, automatisch der Bergabfahrassistent aktiviert, worauf er das Tempo konstant hält. Hierbei stabilisiert er das Tempo laufend auf den Wert, den der Wagen nach dem letzten Bremsen oder Gasgeben erreicht hat.